Hola chicas und chicos, hi friends, ich bin's wieder, hier auf meinem Kanal. Hallo, schön, dass ihr heute da seid, denn ich weiß nicht, was los war. Das müsst ihr mir erklären. Also ich werde ja oft auf Instagram und auf TikTok und überall werde ich markiert mit Kannst du das mal testen? Und oft sind tatsächlich Sachen dabei, die ich persönlich schon mehrfach getestet habe. In der letzten Zeit war aber ein Produkt vermehrt dabei, wo ich gedacht habe, das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Ich bin zu 99% ein Rossmann-Gänger und habe immer DM so ein bisschen im Hintergrund bei mir, weil DM ist nicht fußläufig bei mir und deswegen weiß ich nicht, bin ich nicht so oft mit dabei. Ich wurde aber in den letzten Wochen wirklich verdammt oft auf der Hydrastay Silky Serum Foundation von Trendadapt markiert. Die ist jetzt ganz neu und ihr meintet, ich soll sie unbedingt testen. Einige haben mir geschrieben, die sei die beste Foundation auf der ganzen Welt. Ich bin aber super gespannt, denn ihr wisst, meine allerliebste, wirklich liebste Foundation aus der Drogerie und eigentlich generell ist von Rival de Loupe die Hyaluron Make-Up Foundation. Und ich dachte mir, okay, vielleicht hat DM jetzt auch ein ähnliches Produkt. Trendadapt ist genauso wie bei Rossmann Rival de Loupe die Eigenmarke der jeweiligen Drogerie. Und eigentlich finde ich das immer ganz schön, wenn man Eigenmarkenprodukte benutzen kann. Sie sind nämlich wesentlich günstiger. Die Trendadapt Foundation kostet 5,25 Euro und hat 30 Milliliter drin. Das ist also genauso viel wie hier bei Rossmann, ist ein bisschen teurer, aber das ist okay. Wenn das eine gute Foundation ist, bin ich fein damit. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ding gut oder ist es nicht? Und das werden wir heute in diesem Video testen. Es ist jetzt 8.30 Uhr, ich habe gerade schon ein Video gedreht, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen rot, aber nicht so schlimm. Wir hoffen ja, dass die Foundation eine gute Deckkraft hat. Freunde, bevor es losgeht, eine Sache wollte ich euch noch sagen. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es jetzt ein neues Produkt bei mir im Shop gibt. Und zwar meinen geliebten Gua Sha Stein. Ihr wisst, ich mache das jeden Tag vor meinem Make-up, um einfach alles so ein bisschen in die richtige Position zu kriegen. Und ihr habt hier wirklich einen wunderschönen Gua Sha Stein. Jeder hat eine andere Farbe. Die meisten sind eher so in die Rosenquarz-Richtung. Es ist alles Rosenquarz. Aber da das ein natürliches Steinmaterial ist, sind die Farben alle anders. Super kühlend, super schön. Ihr könnt damit wirklich euer komplettes Gesicht massieren. Es hilft dabei, Schwellungen im Gesicht zu reduzieren, Augenringe zu reduzieren. Eine ganz, ganz große persönliche Empfehlung von mir. Und das ist jetzt im Shop erhältlich. Ich lasse euch den Link einmal unten in der Infobox. Wimpern sind natürlich noch da, Spiegel sind nicht mehr da, aber Mischpaletten sind wieder on stock. Und da könnt ihr selbstverständlich gerne einmal vorbeischauen. Wir starten jetzt mit dem eigentlichen Produkt. Wie gesagt, es geht um die Trendadapt Hydrastay Silky Serum Foundation mit Hyaluronsäure und Vitaminkomplex. Prinzipiell, also ähnlich wie die Rival de Loupe Foundation, hat ein Lichtschutzfaktor von 15, das hat diese hier nicht und soll haltbar bis 12 Stunden sein. Steht hier bei Rossmann nicht drauf, ist aber im Prinzip der Fall. Also die hält auch 12 Stunden. Lichtschutzfaktor hat sie nicht. Ihr wisst, was ich von Lichtschutzfaktor in Make-up-Produkten halte. Ist eigentlich unnötig und potenziell immer ein Trigger für Unterlagerung in der Haut. Ich lese euch einmal kurz vor, was sie können soll. Und zwar soll das ein feuchtigkeitsspendendes, federleichtes Make-up für einen natürlichen und frischen Teint sein. Langanhaltende Textur mit aufbaubarer Deckkraft pflegt die Haut mit Hyaluron- und Vitaminkomplex mit weichzeichnendem Blur-Effekt. Wasserfest. Mit Lichtschutzfaktor 15. Für jeden Hauttyp geeignet. Bin ich sehr gespannt. Es gab, glaube ich, 6 Farben. Ich habe hier die dunkelste. Sage ich genauso, wie ich es auch bei der Rossmann Foundation gesagt habe. Da gibt es nur 4 Farben. Ich habe aber alle geswatcht und ich fand, 1 bis 4 waren eigentlich gleich. Sehr, sehr hell. Und ich habe einmal die 050 und die 060 mitgenommen. Und wir schauen jetzt erstmal, wie die Farbe ist. Ich habe beide mitgenommen, dass ihr auch mal so den Farbunterschied sehen könnt. Ich finde, der Sprung von 0,50 zu 0,60 ist recht hoch. Deswegen habe ich einfach mal beide mitgenommen, um zu schauen, wie die funktioniert. Ihr seht die Verpackung, das ist Glas, gefrostetes Glas, recht länglich. Wir haben eine Pipette aus Glas mit drin, die sehr lang ist. Und damit sollte man bis zum unteren Rand kommen. Hier habe ich jetzt einmal die 0,50. Wir schauen mal, wie die farblich passt. Die hat so einen gelblichen Unterton. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei allen anderen Farben, dass sie so ein bisschen gelblich aussahen. Im Vergleich zu Rossmann, da sind die Farben eher so ein bisschen rosastichiger gewesen. Aber man muss dazu sagen, Foundations machen ist super, super schwierig, vor allen Dingen die Farben. Deswegen sind wir da mal flexibel und man kann ja auch so ein bisschen mischen. Ich habe mir jetzt hier nochmal die 60 hingegeben und da seht ihr jetzt den Unterschied. Ne? Also die ist deutlich dunkler als die 50, ist auch zu dunkel für mich. Wir schauen mal, wie es aussieht, wenn ich das mische. Ja, ist immer noch, seht ihr diesen
gelblichen Unterton. Ich mache mir mal so eine kleine Zaubermischung hier auf meine Mischplatte. Da, und genau dafür ist es perfekt. Ihr habt eine Edelstahlmischplatte. Ihr könnt die einfach in die Spülmaschine geben und habt wirklich eine super saubere und hygienische Möglichkeit, Foundations zu mischen. Ich gebe mir jetzt mal von der 60 eher ein bisschen weniger und von der 50 eher ein bisschen mehr hin. Ist jetzt recht viel, aber dann habe ich einfach ein besseres Mischverhältnis. Ich habe euch auch einen Spatel mit zu der Mischplatte gegeben. Ich mache meistens, mische das mir meistens mit einem Pinsel an, dass man da so ein bisschen direkt aufs Gesicht geben kann. Ist ein bisschen hell, ne? Wollen wir es trotzdem ausprobieren? Vielleicht oxidiert sie ein Stück. Wir machen wir immer mal eine halbe Seite. Deckkraft sieht auf den ersten Eindruck sehr hoch aus. Und wir verblenden das Ganze mit einem Foundation Brush. Ich benutze hier von Catrice den. Den mag ich ganz gerne. Dann schauen wir mal, wie sich das verteilen lässt. Parfümiert ist sie nicht. Also nicht wirklich. Also da ist, steht hier Parfüm drauf. Steht jetzt nicht mit drauf. Sie hat aber einen leichten Eigengeruch. Der riecht aber nicht so nach Foundation. Also das ist schon mal ein guter Pluspunkt, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut, dass sie nicht so stark parfümiert ist. Ja, wie gesagt, okay, Farbe ist jetzt ein bisschen hell. Das ist etwas, da habe ich einfach nur Glück gehabt, dass die 04 von Rossmann perfekt passt. Die sind alle so ein bisschen gelblich, ne? Also ich glaube, ihr könnt es erkennen, auch im Vergleich jetzt zu meinem Hals, der eh immer so ein bisschen rot ist. Aber wir kriegen das hin. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch den Effekt auf der Haut ansehen könnt. Sehr, sehr schönes Finish. Ich vergleiche es jetzt immer mit der von Rossmann, weil ihr kennt, oder die meisten, die kennen sie schon. Farbe, wie gesagt, ist nicht meine Farbe. Das Finish ist sehr schön. Hat eine genauso hohe Deckkraft wie die von Rossmann. Das Finish auf der Haut ist aber nicht so ultra glowy wie die von Rossmann. Also da sieht man schon so einen kleinen Unterschied. Fühlt sich aber sehr, sehr schön auf der Haut an, muss ich sagen. Hat gut abgedeckt, sitzt schön auf der Haut, hat sich so ein bisschen mit der Haut verbunden und fühlt sich erstmal gut an, kann ich nicht sagen. Sie fühlt sich nicht so glitschig an, oder nicht so super wet. Sie sieht auch recht natürlich aus. Also ich würde es nicht als so krass glowiges Finish bezeichnen wie die von Rossmann tatsächlich. Gefällt mir aber ganz gut. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Base jetzt erstmal so? Abgesehen von der Farbe, einfach nur vom Effekt. Ich hole euch mal noch ein Stückchen näher ran. So könnt ihr das alles wirklich nochmal auf den Poren erkennen. Also, sie hat alles gut abgedeckt. Auf der Nase sieht sie auch gut aus. Ich bin tatsächlich seit der Trended Up Foundation, der Sensitive Foundation, extrem vorsichtig, was Eigenmarken-Foundations angeht. Erinnert ihr euch an das Chaos? Ich glaube ja. So sieht die Haut aber wirklich schön aus, frisch aus, nicht zugespachtelt, fühlt sich leicht an. Hier ist noch so eine kleine Unebenheit, kann man also auch punktuell so ein bisschen aufbauen, haben sie ja gesagt, ne? Also machen wir das. Gefällt mir. Ich lasse euch mal noch ein Stückchen näher. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich euch wirklich richtig, richtig nah ranhole. Ich trage mir mal ein bisschen Concealer auf. Ich benutze jetzt hier eine Mischung wieder, den NARS Creamy Radiant Concealer und ein bisschen Tarte Shape Tape für die Deckkraft und lass den erstmal so ein klitzekleines bisschen antrocknen. In der Zwischenzeit machen wir so ein bisschen Cream Contouring. Das mache ich ja eigentlich immer ganz gerne. Benutze die Natasha Denona Palette. Es gab übrigens sehr, sehr viele Trended Up Neuheiten, wo ich überlegt habe, ob ich sie mitnehme, aber vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob ihr die Foundation vielleicht schon ausprobiert habt, weil sie gibt es ja jetzt schon seit ein paar Tagen wohl. Und jetzt zeige ich euch nochmal wirklich den Effekt, wenn das alles so ein bisschen verblendet ist. Das Puder nehme ich jetzt wirklich nur punktuell erstmal unter den Augen, dass es da nicht so in die Fältchen crease. Das passiert bei mir ja nämlich ganz, ganz schnell. Aber ich glaube, ihr könnt schon sehen, dass die Base sehr, sehr frisch und natürlich aussieht. Ne? Das ist so eine Foundation, First Impression mäßig zumindest, würde ich sagen. Die ist sehr gut für Leute mit einer normalen bis etwas trockeneren Haut. Für eine super, super, super trockene Haut weiß ich nicht, weil sie mir dazu persönlich nicht glowy genug ist. Deckkraft völlig ausreichend für die meisten wahrscheinlich. Und ihr könnt sowas natürlich auch immer strecken mit ein bisschen Feuchtigkeitscreme. Unter den Augen lasse ich das Ganze noch ein bisschen baken und mach mal weiter mit der Base. Die Produkte darf ich euch noch nicht zeigen. Nächste Woche kommt ein Video zu den Produkten. So eine schöne Textur. Kommt bitte nächste Woche wieder, weil diese Produkte sind Drogerie, aber mit High-End-Qualität. Gefällt mir gut. Was sagt ihr? Base ist einmal fertig. Ich mache mein Make-up einmal fertig und starte in den Tag. Wie gesagt, es ist jetzt noch ein bisschen früh. 8:30, jetzt ist es ungefähr 9. Ich melde mich gegen 12 nochmal bei euch und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ein kleines Update für euch. Es ist 13. Alexa, wie spät ist das? Es ist 13:09. Ich habe gerade Mittag gegessen. Ich komme mal ein Stückchen näher, dass ihr euch das alles
gut anschauen könnt. Sie ist tatsächlich sehr glowy. Also, ich vergleiche ja jetzt in diesem Video immer, ne, mit der anderen, weil sie ja so ähnlich sein sollen. Sie ist ein bisschen glowiger, auch obwohl ich sie gesettet habe, so wie sonst auch immer, glowiger als die von Rossmann, was ich jetzt aber nicht schlecht finde. Also sie sieht sehr frisch aus. Hier im Nasenbereich fühlt sie sich tatsächlich so ein bisschen, ne, also da müsste ich tatsächlich so ein bisschen abpudern. Ist jetzt aber alles nicht schlimm. Sie ist ja auch schon ein paar Stunden drauf. Das darf man nicht vergessen. Ich werde jetzt den absoluten Härtetest machen. Und zwar mich ins Bettchen legen. Einen kleinen Mittagsschlaf. Ich bin ja schon seit 4.15 Uhr wach. Und dann, glaube ich, zeige ich euch nochmal. Hallo. Es ist mittlerweile 16.30 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation seit 8 Stunden drauf. Ihr habt so ein bisschen noch vom Tag mitbekommen. Ich hatte mich dann hingelegt, bin aufgewacht und dann ging es los. Ich hatte extrem viel zu tun. Aber ich dachte, ich nutze die Zeit und gehe hier oben nochmal ins Studio mit der krassen Kamera, dass ihr alles sehen könnt. Ihr seht, hier habe ich ein Pickelchen bekommen. Ich habe mich rasiert. Ist im Laufe des Tages gekommen. Hat auch an der Stelle nicht so gut gehalten, weil natürlich die Oberfläche einfach nicht ganz so eben ist und die Haut an Unreinheiten ist nochmal so ein bisschen anders. Ihr seht den Glow auf der Haut und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Es sieht overall noch ganz gut aus. Hier ist es ganz leicht aufgecrackt, aber in dem Bereich ist es tatsächlich recht ölig geworden. Und also, das habe ich euch ja vorhin schon gesagt, ich finde, dass es hier so ein bisschen nicht glowy, so wie auf der Stirn, sondern doch schon wirklich ein bisschen ölig ist. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Unter den Augen hat sich der Concealer so ein bisschen abgetragen. Ich schaue mal in die Kamera, dass ich euch das sagen kann, was ihr seht. In dem Bereich an den Wangen, also anders. Ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was gefällt mir hieran besser vielleicht als an der von Rossmann? Und ich glaube, gar nichts. Also ich kann es nicht anders beschreiben als, das ist ein Dupe zum Dupe, denn die ist ein gutes Dupe zu der von Dior. Die auch, die Forever Skin Glow Foundation. Eine sehr, sehr gute Foundation, die ich gerne mag. Die kostet halt nur 3,25 Euro. Ich habe überlegt, was vielleicht die Vorteile von der einen und der anderen sein könnten. Lichtschutzfaktor, ja, vielleicht. Für viele ist es vielleicht aber auch ein Nachteil. Und dann kam ich darauf, okay, beide Farbranges sind schlecht. Keine Frage. Aber die Farben sind unterschiedlich. Das heißt, wenn euch vielleicht die Rossmann Foundations immer noch zu dunkel sind, gibt es ja auch, dann könntet ihr vielleicht bei DM eine gute Möglichkeit haben. Ansonsten würde ich sagen, die ist 2 Euro günstiger, hat denselben Effekt. Mir gefällt der hier mehr für die Langanhaltbarkeit. Die habe ich schon 16, 17 Stunden getragen, hält gut. Ist eine solide Foundation für 5 Euro, völlig in Ordnung. Könnt ihr gerne ausprobieren, aber wirklich wichtig, schaut mit den Farben. Sie ist ein Stückchen oxidiert, seht ihr jetzt in dem Licht nicht, unten im Spiegel sieht man es ganz gut. Sie hat sich so ein bisschen angepasst, ist ein Stückchen dunkler geworden. Also testet euch ein bisschen mit beiden Farben durch. Geht einmal zu Rossmann, geht einmal zu DM, macht euch wirklich ein paar Farben hier auf den Arm und schaut, wie sich die Farben in einer Stunde verhalten. Solange es noch halbwegs warm ist, funktioniert das. Ansonsten, gute Foundation. Ich habe mir genau das vorgestellt tatsächlich. Ich bin jetzt nicht groß überrascht, ich bin jetzt aber auch nicht enttäuscht. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr sie schon ausgetestet, vielleicht habt ihr sie schon mal benutzt. Ich werde sie definitiv mischen mit anderen Foundations, weil sie dadurch einfach, dass sie sehr feuchtigkeitsspendend ist, sehr günstig ist, ich teure Foundations so ein bisschen strecken kann. Wisst ihr, was ich meine? Perfekt, kauft ihr euch einmal für 40 Euro die von Dior und dann die für 5 und habt dann doppelt so viel Foundation. Team Günzmaus ist shaking. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr die Foundation findet. Schaut unbedingt in meinem Shop vorbei, denn da gibt es die Gurschar-Steine, da gibt es die Wimpern, die Mischplatten, alles für euch da. Und ich freue mich, wenn wir uns hier am Montag wiedersehen. Passt auf euch auf.